Was Leute, hier ist wieder Draclinus mit Let's Play Dead Space 3. Folge 14 inzwischen schon. Ich guck mal gerade und schalte um. Ich glaube, ihr merkt es, ich mache meine Begrüßung irgendwie ein bisschen abgehackter. Beziehungsweise einfach ein bisschen flüssiger. Ich hoffe, das kommt gut an. Sonst habe ich immer, was Leute, hier ist wieder Draclinus mit Let's Play Dead Space 3. Aber das einfach mal normal zu sagen, ist natürlich auch mal ganz gut. Nur ein kleiner Nebenfakt, der mir gerade selbst gerade mal so an mir auffällt. Der Frachtraum. Hier ist der, bestimmt. Hier werden die alle durchtransportiert. Der Hunter, den ich im letzten Part auf das Schiff gebracht habe, indem ich dadurch, weil ich dadurch die Bahngleise geräumt habe, freigeräumt habe. Und jetzt frage ich mich, werde ich das überleben, dass ich das getan habe? Ich habe genug Heilungsbar. Ja, ist er! Ich wusste! Er hat sich sofort selbst in den Arm abgeschnitten. Was bei einem Hunter aber leider nichts ausmacht, denn er wird euch gleich demonstrieren. Oder? Scheiße! Das Vieh regeneriert sich! Das kennst du schon. Dann umbringen. Werde ich nicht. Wirst du doch, und zwar indem du es wieder einfrierst oder schmilzt oder in einen Ventilator jagst, wie in Dead Space 1 und 2. In 1 gab es 2 Stück. Mist, ich wusste es. Ja, ihn mit, da geht's lang. Ihn mit Dreieck zu verlangsamen ist natürlich eine gute Wahl. Und was ich nicht gebrauchen kann, ist euch. Ich nehme nochmal eins, denn ihn die Beine abschlagen, ist definitiv die bessere Wahl jetzt. Ich nehme die Munition soweit nicht mit, denn ich will jetzt entkommen. Und dieser Gang ist wieder für gemacht, um zu entkommen. Ich hab's gewusst, ich hab's euch jetzt den ganzen letzten Part lang vorgebetet. Und ich wusste es im Frachtraum. Ah, es musste ja kommen. Natürlich hat er auch noch auf mich gewartet, bis er ausbricht. Durch den Lüftungsschacht. Dann geh doch auf, du Tür. Danke. Na, da ist er. Du bist böse. Er soll sich voll regenerieren müssen. Dass er nicht mehr krabbelt. Auf die Weise habe ich sofort... eine Workbench hier? Wie komme ich hier später nochmal hin? Auf dem Rückweg oder so. Ich muss jetzt erstmal... wer weiß wohin. Sie haben die Trophäe Wunderheilung. Warum? Ich... ah, kapier nicht. 10 Heilungspacks benutze oder was auch immer. Ist mir doch egal. Sache, das Ding kommt mir gleich nicht auf den Fersen. Mach schneller, du Tür. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt wieder diesen PlayStation abschmieren. Keine Tür geht auf. Ah. Das sieht wie ein Kampfraum aus. Stase. Was das bestätigt. Irgendwelche Schiffsturbinen, womit ich ihn gleich zerschmelzen kann. Du bist keine Schiffsturbine. Aus dem Weg. So. Hier. Das sieht doch gut aus. Bahndienste. Soll ich ihn von der Bahn zerquetschen lassen? Ich weiß nicht, ob das hilft. Weil eigentlich habe ich ihn den kompletten Körper immer zerstört. Du? Ich muss in der Bahn entkommen? Ist das vielleicht das? Was machst du da? Du gehörst hier gar nicht hin. Das ist nicht deine Liga. Du bist zu schwach. Gibst du mir vielleicht noch irgendwas? Danke. Wenigstens das wollte ich haben. So, dann mache ich... ich komme da nicht hin. Wo ist der? Kommt noch mehr, ey. Was du nicht tun kannst, ist mehr Nekromorphen schicken, während ein Hunter da ist, aber sie tun es noch nicht. Bitte haben Sie Geduld. Hier kommt so viel! Wie ist er denn da hingekommen? Hat er sich teleportiert? Ah! Doppelt? Da! Runter mit dir! Jetzt reicht aber Kopf ab! Als Strafe dafür! Erstmal weg hier! Na, ah, da ist der Hunter! Erstmal in eine Linie kriegen und jetzt einen nach dem anderen. So. Hier werde ich Munition los, definitiv. Wenn ich mich jemals über zu viel Munition beklagt habe. Das ist keiner. Ich bin gerade gestorben. Aber das. Waren da gerade 2? Die Bahn war da. Auf jetzt. Ist doch nicht wahr. So, sind wir wieder hier. Da waren 2 Hunter. Der hat sich nicht verdoppelt oder so, oder? Das wäre ja schrecklich. Den Hunter sich auch noch verdoppelt. So, Zug. Komm sofort her. Ich, Vibration wegen dem Zug. Ja, ich verstehe ja. Es sollte nur einer sein, oder? Mit einem komme ich ja klar von euch. Du solltest gefälligst
Auf deinem Platz bleiben. Du gehörst jetzt erstmal auf die hinteren Ränge, Hunter. Und bist in deiner Verarbeitung verlangsamt. Dann kann ich mir nämlich das hier nehmen. Super. Und ich tanke lieber mal jetzt Stase, bevor es gleich zu spät ist, weil das kann dir ganz sehr helfen. Stase brauche ich. Stase brauche ich. Ist er jetzt da? Ist er jetzt da? Was anderes. Dann nehme ich Stase für dich. Shocking Experience, bitte haben Sie Geduld. Ah, es sind wirklich zwei. Ja, ich sehe. Du bist böse. Du bist groß und hässlich. Dann kannst du auch in die Ecke gehen, wo große, hässliche, böse Viecher hingehören. Ich nehme das. Alter, ihr wollt mich doch. Warum zwei? Ich habe noch nie gegen zwei Hunter auf einmal kämpfen müssen. Es ist da. Keine Stase. Ach, egal. Nimm den Zug. Los. Rein da. Und zu die Tür. Yes. Zwei. What the? You're kidding, right? Und wenn ich hier noch... Ich muss ja irgendwie aus dem Schiff wieder raus. Entweder es gibt hier einen Ausweg und ich komme nie wieder zu der Workbench, an der ich vorbeigekommen bin, womit ich leben könnte. Oder ich muss nochmal durch die durch und die töten. Die werden mich bestimmt durchs Schiff verfolgen. Ich kenne die Hunter doch. Wir sind in der Backstation. Ach, das Station geht nicht, also die Middle Station. Gott, ich hasse diese Dinger. Ich auch. Da sagst du was. Okay, ich bin jetzt beim Zug. Offener Halter an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Kapitel 6. Schon. Nächster Halt. Kommandoturm. Solange dort kein Hunter ist, kann ich damit auch leben. Okay. Dieser Part startete turbulent, definitiv. Und nicht zu Unrecht. Ich hasse diese Dinger, wie Isaac es schon sagt. Ah, wieder dieses tolle Hacking hier. Ah, ich. Was soll das überhaupt sein? Kein Strom. Oder sowas in der Art, weil irgendwo ist hier ja Strom. Wenn ich das hier hacken kann, muss da Strom sein, oder? Vielleicht ist Stromzufuhr zu dieser einen spezifischen Tür unterbrochen. Na los. So. Die Wege werden komplizierter. So. So. Und so. Runter. Und so. Not too complicated. To be honest, but still. Na, ja, da ist die nächste Workbench. Ich glaube, die andere haben wir verpasst. Wenn mich ein Hunter angreift, gehe ich doch nicht an die Workbench. Wer würde sowas tun? Habt ihr das getan? Wenn ihr jemals gespielt habt? Konische Streuung. Hatten wir doch schon mal, oder? Und was ist das? Das sieht aus wie eine Schlüsselkarte zum Kommandoturm. Ich dachte, das wäre ein Anzug jetzt. Hm, spiel mal ab. Tut mir leid, Tucker. Du hast mal hart gehört. Wir haben es hier mit einer Szenario 5-Situation zu tun. Szenario 5? Was zum Henker heißt das überhaupt? Das heißt, dass du sterben musst. Wir alle. Tun wir es nicht, schickt er jemanden, der das für uns erledigt. Komm schon, Valerie. Nimm das Ding runter. Tut mir leid. Du wirst es nicht erfahren. Es tut mir so leid. Mir tut's auch leid, Commander. Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen, wird's auch ihm leid tun. Er hat also Valerie getötet. Nun gut. So sei es denn. Wie sieht es mit Munition aus? Immer noch so viel. Boah, es wird nie weniger. Ich nehme das kleine Heilungspack, um Platz zu schaffen. Und schaffe jetzt noch weiteren Platz, indem ich die neuen Teile hier ablege. Konische Streuung hinzugefügt. So, Platinen. Wir haben eine neue Platine, richtig? Wie kann ich die freischalten? Was muss ich dafür tun? Kosten, Wolfram. Ah, ich verstehe. Und hierfür auch. Ach, das geht nur die beiden. Mache ich. Und füge nichts hinzu. Keine Platine. Habe auch keine. Ich glaube, ich stipze mir die hier.
kann ich entfernen. Genau. So, Plasma Cutter wird overpowered. Und nachladen. So, okay. Dann gucken wir mal hier. An der haben wir da. Muss ich überhaupt wo was Neues? Schwerer Standardrahmen. Haben wir sowieso nur kompakter und entfernen demontieren. Plasmakern. Hydraulikantrieb. Bei dem Ding. Nahkampftool. Ach ja, stimmt. Tesla-Kern haben wir auch nichts. Standardspitze. Klappt nicht. Okay, Plasma-Cutter noch irgendwas, weil irgendwo für muss das neue Teil ja gut sein. Da kompakt ist, nein, chronische Streuung, ja, das hatten wir tatsächlich schon mal. Ist nichts weiter Wichtiges. Dann sind wir hier fertig wieder. Rig-Upgrade wünsche ich mir nicht. Warum? Wir sind eigentlich doch ziemlich gut zurechtgekommen und haben unser Rig schon bald vollkommen aufgewertet. Da will ich jetzt nicht unbedingt zu schnell alles aufwerten. Deswegen spart erstmal mit diesen ganzen Anzugstationen da. Ach. Jetzt funktioniert's. Ist der Aufzug, hä? Gut. Nehme ich an. Wie weit ist der Part? Ich guck grad mal. Ich sehe dich. Schätze, du warst clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. Davon ist auszugehen. Aber der Hunter, das war doch keine schlechte Leistung. Das musst du zugeben, du, wer auch immer du bist. Böse Computerstimme. Optionale Mission Kommandoturm. Ah! Optional Mission. Ich musste also nicht zur Mittelstation. Ich hätte auch zur Achterstation gehen können. Aber war die nicht ausgegraut? Egal. Nächste Nebenmission. Gut. Dann machen wir die. Hä? Ich hab nicht nur was ge... Du siehst hässlich aus. Gehört. Ach, du bist eins von diesen... Ich hab einen zersplitterten Brustkorb-Typen. Monster. Die sind überall. Jetzt reicht's. Ich hol mein schweres Geschütz raus. Und? So. Nehmt das. So. Hä? Dann schneide ich euch halt alles ab. Dir das? Weg mit dir! Hast du? Hat er sich fast so an, als würde meine Waffe irgendwie Mucken machen. Ha? Oder was ist dieses Wiesen? Ich kann das irgendwie gerade nicht zuordnen, das Geräusch. Tja, benutze ich meine kleinen Heilungspacks. Hab ja genug. Kann ich gerne drei benutzen. Gibt Inventarplatz. Das sind aber auch zu viele. Aber noch muss ich sie nicht liegen lassen, immerhin. Noch bin ich schlecht genug dafür. Sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du jagst mir eine Kugel in den Schädel. Aber ich habe hier einer Armee, die das Gegenteil behauptet. Ich habe mit dem Suchbord gar nicht geguckt, als ich den Hunter da erwartet hatte. Hm. Ich glaube, ich kann ihn gleich loslassen. Hier oben gibt's noch was. Welcher der beiden Wege führt jetzt wohin? Ich glaube, der obere führt genau dorthin wie dieser. Jo, Tatsache. Wofür gibt es denn die Leiter? Hm, egal. So, und dieser Weg hat Kisten. Und noch mehr. Stomp, stomp, stomp. So. Noch eine... Weißt du was? Ich lass den Bot mal los. Na, kleiner. Such schön. Putz den Boden. Und lass ja keine Ecke übrig. Hörst du? Ach, das war das Punkt von... Ich dachte, der Roboter sagt mir. Hab dich. Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zünden. Achtung! Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Mein Bot ist weg. Warum zur Hölle kommt ihr, wenn der Spreng... von den Geräuschen angelockt oder wie? Ich wollte den da hinten eigentlich erwischen, der nämlich gerade so schön angespuckt hat. Von der Quarantäneabregelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt.
einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay. Ich sehe mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Würde ich auch empfehlen. Wow, da fliegen sie. Ach, der Kleine. Dann nehme ich mal die hier. So. Das Licht blendet zu Teil. Kick dich gleich weg hier. In der Wand kleben und irgendwas machen. Ah! Verdammt. Ah, nein. Raus aus meinem Körper. Ah, Mann. Ah. Sieht so aus, als bräuchte ich einen Zahnstocher. Sieht so aus, als bräuchte ich irgendeinen von euch. Raus. Mein Schiff. Keine gute Idee, hier nachzuladen. So. Ich habe nur zwei Heilungspacks, hab ja genug, brauche ich rücksichtslos, kann ruhig rücksichtslos damit sein. Tja, hättest du mal schneller gekotzt, hä? Huh? Denkst du dir jetzt? Ich verstehe jedenfalls, warum es diese ganzen Stase- und Explosionspacks hier gibt. So, ich kicke dich tot. Und stirb auch. Nehme ich das mal. Oh, oh. Wo seid ihr? Ich habe doch noch einen gehört. Da. Schön stillhalten. Das war's. Einfach und schnell. Soll ich das hier hacken? Offenbar. Und blau. Und blau. Und blau. Das war einfach. Dreimal dieselbe Stelle. Quarantäne aktiviert. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Irgendwie war da gerade eine doppelte Tonspur, oder habe ich mir das nur eingebildet? Nun ja, in jedem Fall haben wir es geschafft. So, dann lade ich die auch mal nach. So, ist noch irgendwas hier runtergefallen? Explosion und Stase zusammen ergibt eine Stase-Explosion. Okay. Gut, dann gehe ich die Leiter wieder hoch. Ups, 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 ups. So. Und durch die Tür. Wer auch immer das ist, ich hoffe, ich werde ihn abknallen. Bestimmt ist das nur irgendein Computer, der irgendwas aufgenommen ist, abspielt und irgendwelche Fallen aktiviert, sobald irgendjemand da lang geht. Weil wer würde bitte schon zwei... Das sind entweder jemand aus Ellies Crew, der tot geglaubt ist, oder jemand, der vor zwei Jahren... Ich bin voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Gut. Aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Doch, ich muss nur die Stromzufuhr kappen. Ich glaube, da hättest du nachdenken müssen. Isaac ist ein Mechaniker. Gegen einen Mechaniker setzt man nichts Elektrisches ein. Der weiß den Weg. Buckle, Edwards hat eine Art elektrische Falle ausgehängt. Sieht nach was selbstgebasteltem mit Kurzstreckentransmitter aus. Kurzstrecke, was? Das Steuergerät muss in der Nähe sein. Wenn Sie es finden... Ich schieße darauf. Danke. Guter Mann. Auf der anderen Seite. Schätze ich mal. Wo Steuergerät? Ich gucke gerade. Wäre auch zu einfach gewesen. Aber es hat irgendwas anderes. Was? Hä? Zusammenhangloser geht's doch kaum. Raus mit dir. Meine, was auch immer. Wie viele kommen denn da? Nur weil ich irgendwas gemacht habe. Weil ich Sachen tue. Hier passieren nur Sachen, weil ich Sachen tue. Aber ich schieße auf irgendein random Stromkabel, was nicht mehr was bringt, das drauf zu schießen. Ups. Da drauf zu schießen. Und dann passiert hier... Die ganze Welt passiert hier. Hä? Nee, kapiere ich nicht. Vielleicht irgendwas da drin? Ach, das? Tja, habe ich zu weit gedacht. Ich dachte, ich müsste den Stromkasten suchen. Alle Uncharted. Kriege ich das? Na, wenigstens das ist noch hier. Hier? Ich kann die Schächte ja selbst kaputt machen. Wenn du jemals hier durchkommst, dann schwöre ich dir, bin ich bereit. Aber ich denke mal, er wird nicht. Ah!
Oder doch? Zumindest bist du schnell gestorben. Das muss man dir immerhin anrechnen. Tut auch nicht jeder. Die Dinger sind also immer da drüber. Jo, Tatsache. Ganz in der Nähe. Das ist ein bisschen sehr in der Nähe. Das hier direkt daneben. Was diese Fallen sowas von... Ihr wisst schon, macht. Absolut untödlich. Hm. Die Stromkamera auch nicht verlangsamen, weil ich sehe das Ding hier gar nicht. Ach, da unten. Muss ich mich also doch in der Umgebung umgucken. Das war schon nicht falsch. Kommst du jetzt hier hoch, du Kiste? Stase hin oder her? Ne, Stase hin oder her, du kommst jetzt her. So, danke. Und... Spinnt. Der spinnt doch. So, wie weit sind wir mit dem Part? Ich guck mal gerade. Oh, wir müssten auf 20 Minuten sein. Yep, 21 Minuten. Sieht das lang, als langen Part. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space 3. Dragliners over and out. Tschüss.